alle Zuhörer. Also Genossen, es ist an der Zeit, das Standardverfahren dann noch einmal durchzugehen. Im Rahmen des russischen Atomwaffenabrüstungsvertrags sehen wir damit die Auftrag, den ehemaligen sowjetischen Nuklearraketensilo am Standort 6 des Regiments 42 zu entschärfen und zu demontieren. Im Inneren sollen wir die Interkontinentalrakete SS-18 finden und entschärfen und sie für die Stilllegung vorbereiten. Alle Abschussanlagen sollen zerstört werden. Jegliches Personal soll vom Gelände eskortiert. Dies müsste eine Routineaktion werden. Doch ich möchte, dass alle konzentriert zu Werke gehen. Es scheint, als ob seit fast 24 Stunden kein Kontakt mehr zum Personal am Standort 6 besteht. Wahrscheinlich ein Defekt am Kommunikationssystem. Doch ich möchte hier keinen Fehler begehen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Du fühlst dich nie wohl, Razziaba. Wenn ich dann deiner Mutter schreibe, sehen wir ja, wer zuletzt lacht. Wir müssen in wenigen Minuten am Einsatzort ankommen. Die Türen reagieren nicht. Und mein Sicherheitscode funktioniert nicht. Juri, öffne die Tür mit deinen Fernzünderbomben. Jawohl! Das ist komisch. Die Anlage läuft mit noch Strom. Versuchen wir es mit dem Kommunikationssystem. Russisches Militär an Raketenbesatzung. Raketenbesatzung, bitte melden. Keine Reaktion. Alle gemeinsam, wir fangen mit dieser Tür an. Du machst dich auf den Weg zum Bunkergebäude und schaltest die Stromgeneratoren wieder an. Wir können den Start nicht von hier aus deaktivieren.
Die Konsole wurde beim Feuergefecht beschädigt. Verstanden. Unsere einzige Chance, die Rakete aufzuhalten, ist darin, Sprengstoff und die freiliegenden Treibstoffleitungen anzubringen. Mach ihn zu den Raketentriebwerken auf zum Aufzug. Juri hatte die Pistole. Er wurde auf der obersten Ebene des Raketen-Silo-Laufstrecks geschossen. Ich bin getroffen. Feind gesichtet! Wir müssen hier alle in den LKW. Los!